So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Fighters. Beim letzten Mal haben wir C21 als Verbündete erhalten, dass Cell aufgetaucht ist und mit ihr kämpfen wollte. Jetzt müssen wir gucken, ob C21 hier gutartig uns hilft. Ob wir mit ihr spielen können. Ich habe mit ihr noch nicht so viel Kampferfahrung und ich weiß auch nicht ganz, wie das funktioniert mit ihr. Sie ist kein Charakter, mit dem ich jetzt häufig gespielt habe, aber ich würde mich schon dafür interessieren an sich. Okay, ihr Angriff hat ja was. Okay, das ist so ein Angriff. Okay, das ist nicht gut. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich da alle vier voll habe. Ja, aber es hängt wohl davon ab, was für eine Attacke ich einsetze. Bis jetzt habe ich gerade aus dem Fenster geguckt, weil draußen Geräusch war. Nein, wie konnte ich gegen diese erbärmlichen Würmer verlieren? Oh Mann. Die haben alle gemeinsam gekämpft und mehr konnten wir nicht erreichen. Ich halte es nicht mehr aus. Nein, C21. Verdammt, wir müssen sie aufhalten. Ich kann mich nicht bewegen. Bitte, verbinde dich mit C21 und halte sie auf. Okay. Bitte, du musst C21 aufhalten. C21 hat die Verbindung irgendwie abgelenkt. Was? Jetzt funktioniert nicht mal mehr die Verbindung? Du siehst ziemlich lecker aus. Was machst du da? C16. Ich halte nur mein Versprechen. Mund halten, Mund halten! Geh mir aus dem Weg! Ist es das? C16! Bitte, beschützt das Herz von C21! C16! Was tust du da? C16 ist gerade für dich gestorben. C16? Nein. Nein, C16. Das kann nicht sein. Nein! Ja, wie konnte es so weit kommen? Was ist passiert? Hä? Die haben sich geteilt, so wie das Böse aus Bu rausgegangen ist? Als Bu das Gute in sich halten, das Böse aus sich rausschmeißen wollte und nicht böse werden? Puh, ich fühle mich schon viel besser. Wer bist du? Stell dich nicht dumm. Du hast die ganze Zeit versucht, mich niederzuhalten. Du meinst? Ja, ich bin deine bessere Hälfte. Die andere Seite, weißt du? Die Hungrige.
Wie traurig, du hast nicht mal mehr die Kraft, mich aufzuhalten. Jetzt bin ich absolut unaufhaltsam. Nein, das lasse ich nicht zu. Was für eine Närrin. Muss ich es dir wirklich erklären? Hör genau zu. Ich habe schon fast deine gesamte Stärke absorbiert. Ich bin ja so böse, nicht? C21! Oh, wie schön. Nachtisch, Nachtisch. Schau schön zu, ich mache mir was zu essen. Das gibt's nicht. Lecker. Ich liebe diese Stärke. Sie hat ihn absorbiert. Das macht keinen Sinn. Wie kann sie so viel stärker werden, wenn sie nur ein Cyborg ist? Wen interessiert schon Stärke? C16 ist deinetwegen gestorben. Du bist nichts als ein Monster. Egal, was es kostet, ich halte dich auf. Wovon redest du? Das geschehen, als wir noch eins waren. Schon vergessen? Außerdem hat C16 sein eigenes Grab geschaufelt. So wie jeder andere, der es wagt, mir im Weg zu stehen. Ja. Oh, wie langweilig. Kannst du wirklich nicht mehr? Du bist noch schwächer, als ich gedacht hätte. Was für eine Enttäuschung. Aber, tut mir leid, aber ich habe keine Zeit, mit dir zu spielen. Zuerst muss ich dafür sorgen, dass du mir nie wieder im Weg stehen wirst. Tschüss erstmal, wir sehen uns. Super, jetzt ist C16 weg. Wir haben zwar die gute C21, aber die ist jetzt ja deutlich schwächer geworden. Es ist alles meine Schuld. Wäre der Tod von C16 und die Geburt meiner bösen Seite, wäre ich doch nur stärker gewesen. Ich kann den Schmerz nachvollziehen, aber du hast alles getan, was du konntest. Ich weiß. Es ist alles meine Schuld und deswegen muss ich auch die Verantwortung dafür tragen. Ich weiß, dass ich kein Recht habe, dich um Hilfe zu bitten, nachdem ich dich darin verwickelt habe. Aber ich muss mich mit dir verbinden, wenn ich in der Lage sein soll, zu kämpfen. Wenn ich mich mit dir verbinde, kann ich bestimmt meine Kräfte nutzen. Ich brauche deine Hilfe. Bitte leih mir deine Kraft. Ja. Wir werden sie besiegen, egal was wir dafür tun müssen. Ja, wer weiß, was sie tut, wenn wir sie entkommen lassen. Wir müssen sie vernichten. Jetzt komm, du musst dich mit mir verbinden. Gib mir deine Kraft, damit ich wieder kämpfen kann. Hat die Verbindung funktioniert? Ja, glaube ich. Ich bin sehr dankbar. Danke für deine Hilfe. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Los, ihr nach. Moment mal, du willst ihr alleine folgen? Glaubst du wirklich, dass du es alleine mit ihr aufnehmen kannst, selbst mit der Verbindung? Solange sie unterwegs ist, sind wir auch in Gefahr. Wir müssen sie schnappen, bevor sie uns schnappt. C17, C18, danke. Ich glaube, sie ist auf dem Weg zu einem der Labore, die überall auf der Welt versteckt sind. Sie will zerstören, was sie fürchtet. Und was ist das? Naja, sobald wir sie fangen, findet ihr das schon raus. Dann verlieren wir keine Zeit. Dass sie immer so geheimniskrämerisch sind. Die könnten einfach mal mit der Sprache rausrücken.
C16 wurde zerstört und kann im Menü Team bearbeiten nicht mehr ausgewählt werden. C18 Verbindungsevent wurde ausgelöst, ja. Gut, du kannst dich mittlerweile behaupten, aber versuche dich vielleicht öfter auszuweichen. Ich bin widerstandsfähiger als die meisten Menschen, aber dennoch sterblich. Dass man mal was abbekommt, gehört dazu, aber behandle mich ein bisschen besser, ja? Wenn du mich arg verbeulst, stelle ich dir das hinterher in Rechnung. Oh Gott, ihre Rechnungen will ich nicht haben. Die zieht uns dabei über den Tisch. Ja, C16 ist ausgegraut. Können wir leider nicht mehr wählen. Der ist ja zerstört worden. Jetzt wirklich, wir haben ihn so oft zerstört und jetzt ist er wirklich weg. Irgendwie schon traurig. Kein Verbindungsevent zwischen C18 und 21, das ist schade. Das ist sehr schade. Ich hätte jetzt eigentlich auf noch ein Event gehofft. Ich überlege gerade, wie ich die Dinger da unten bekomme. Weil mit der Ulti ja nicht. Und jetzt lassen wir eher erstmal C21 ein bisschen kämpfen. Dann gehen wir jetzt hier oben lang, schön den Vegeta kaputt machen. Steht uns eh nur im Weg. So. Meine Nachbarn rücken Möbel. Ich bin mir nie sicher, wenn der so in der Luft ist, in welche Richtung ich verteidigen muss. Ist das der gleiche? Das ist der gleiche. Okay. Ah, das hier gibt auf jeden Fall eins dieser Dinge. Ah, ich glaube, das verändert unseren Angriff, kann das sein? Ah, okay. Und das war das nächste, was ich bekomme. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert, aber ich glaube, das finden wir schon noch raus. Oh, mit Freezer gibt's ein Event? Das ist also Freezer. Sieht aus, als könnte er ein Klon sein. Was ist los, C18? Warum wirkst du so gereizt? Hast du irgendein Problem mit Freezer? Ja, ein großes. Dieser Mistkerl hier hat Krillin vor langer Zeit getötet. Diesen Klon zu zerstören, ist also deine Chance, Rache für Krillin zu nehmen? Rache? So fühlt sich das nicht unbedingt an. Immerhin lebt er und es geht ihm gut. Weil er lebt, sind die Dinge, wie sie sind. Das stimmt. Würde er nicht leben, dann würdest du natürlich was dagegen unternehmen wollen, ob du den echten oder seinen Klon bekämpfst. Einen Schritt nach dem anderen. Beeil dich und mach dich bereit für den Kampf. Das ist für Krillin, glaube ich. Eigentlich bin ich mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall werde ich dir das, was du getan hast, nicht verzeihen. Ein Treffer reicht nicht, um ihn zu erledigen. Mach dich bereit. Oh ja, das ist natürlich die Chance auf Rache. Ja, klar. Freezer hat Krillin getötet und C18 will sich dafür rächen, aber die Szene gab es erst mit C21. Wir haben schon so viele Freezers getötet. So viele Freezer-Klone. Das ist nicht der erste.
Ich will unbedingt mal sehen, was passiert, wenn ich da alle voll habe, aber das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe. Sie ist halt ein schwer zu spielender Charakter, das muss man einfach sagen. So, das ist Rache für Krillin. So. Hier kriegen wir die Teilabsorption, die hat auch der Gegner schon und ja. Wir prügeln uns einfach weiter durch. Ich würde sagen, wir machen alle Mini-Gegner hier und dann ist der Part vorbei. Verdammt, ich will das einfach machen. Wahrscheinlich muss ich das im Trainingsmodus oder so machen. Wenn ich da alle voll kriegen will. Und jetzt haben wir hier C16 verloren, haben C21 dazu bekommen und sind deshalb wieder auf zwei Charaktere runter. Ich habe mir jetzt mal so gewünscht, dass wir einen dritten Charakter kriegen. Ah, jetzt kann ich ein Kamehameha dadurch. Nicht. Okay, das bedeutet je nachdem... Okay. Je nachdem, was ich hier mache, kriege ich eine andere Technik dazu. Das heißt, das gibt an, was ich für Techniken habe. Das ist interessant. Das heißt, ich absorbiere damit praktisch Techniken vom Gegner. Bei ihm habe ich halt das Kamehameha bekommen. Das ist eigentlich eine ganz coole Fähigkeit. Ja, da oben ist jetzt noch ein Cell aufgetaucht. Den müssen wir uns dann auch noch vorknüpfen. Aber ich weiß nicht, ob wir den heute noch schaffen, weil die Zeit rennt. Und ihr wisst ja, im Voraus aufnehmen und so weiter. Kostet alles Zeit. Aber jetzt gerade kriegen wir doch ein bisschen auf die Schnauze. So, er wurde ja in der Zukunft von Trunks auch getötet. Die wurden ja alle getötet. Und der Klon Trunks will sich jetzt rächen. Wahrscheinlich, vielleicht, irgendwie. So. Schafft er aber nicht. Diesmal gibt es einen Cyborg mehr. Also es scheint echt sowas wie mit Boo zu sein, dass sie hier das Böse aus ihrem Körper wirft und das Gute jetzt gegen das Böse kämpft. War ja bei Boo nicht anders. Bei Boo war es ja auch so. Als erst der Hund erschossen wurde, kam das Böse oder angeschossen wurde. Ich weiß nicht, hat ja noch geatmet, deswegen konnte Boo ihn ja heilen. Da hat es ja angefangen mit dem Bösen und als dann Mr. Satan erschossen wurde, oder auf Mr. Satan geschossen wurde, der hat ja auch noch geatmet, hat Boo ihn ja geheilt und ihm dann gesagt, er soll so schnell es geht verschwinden, weil eben das Böse aus ihm rauskam. Und dann hat ja das Gute mit dem Bösen versucht zu kämpfen. Das Böse hatte aber die Energie absorbiert, genau wie hier. Und ja, im Zuge dessen hat dann ja tatsächlich
Bu, also der böse Bu, den guten Bu gefressen und ganz absorbiert. Und so entstand ja dann Super Bu. Also das ist ja die Entstehungsgeschichte von Super Bu. So. Ja, komm mal, die. Wir gehen jetzt noch bis da hoch. Die Schritte haben wir noch. Ja, der hat einen dazu bekommen, zwei dazu bekommen. Ne, nur einen dazu bekommen. Einmal ist er stärker geworden. Okay. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Dragon Ball FighterZ. Bis dann, euer Wolf.